Willkommen zu diesem Video. Hannes Knechtges von Werde Musiker hier. Schön, dass du am Start bist. Ich möchte heute in diesem Video der Frage auf den Grund gehen, wie oft sollte ich eigentlich üben, Hannes? Es ist eine sehr gute Frage. Und bevor wir damit loslegen, möchte ich dir erstmal etwas anbieten. Und zwar meinen kostenlosen Crashkurs für Anfänger. Du bist wahrscheinlich neu in der Welt der Gitarre, wenn du dieses Video hier siehst oder hast du deine ersten Schritte schon gemacht, würdest aber gerne eine gute Basis haben, dann schau da auf jeden Fall mal vorbei. Da gibt es nämlich viele, viele geile Lektionen zum Thema Gitarre lernen, die du auf jeden Fall mitnehmen solltest. Und sie sind absolut kostenlos, deswegen gibt es gar keinen Grund, da jetzt mal vorbeizuschauen. Aber in diesem Video geht es jetzt um die Frage, wie oft sollte ich üben? Und das ist natürlich eine sehr gute Frage, denn zum einen geht es natürlich darum, man möchte schnellstmöglich besser werden und das endlich auf der Gitarre spielen können, was man sich schon immer erträumt hat. Dazu gehört aber eben auch ein paar Übetechniken, möchte ich es nennen, mit denen du eben möglichst effektiv bist. Und das möchte ich dir im Verlauf dieses Videos hier erklären, deswegen bleib bis zum Schluss dran. Es gibt viele coole Tipps und Tricks hier auf dem Weg. Also zum einen solltest du vor allem gucken, dass du regelmäßig übst. Das ist Punkt 1. Jetzt stell dir nicht direkt vor, dass du jeden Tag Stunden üben musst, um überhaupt Fortschritte zu machen. Aber seien wir ehrlich, klar, je mehr du übst, desto besser wirst du natürlich auch. Deswegen empfehle ich da einfach, versuch eine regelmäßige Sache daraus zu machen, was Routiniertes. Du gehst ja auch am Tag zweimal die Zähne putzen und das dauert dann irgendwie dies, das, ein paar Minuten. Wenn du das irgendwie so davor oder danach vielleicht einrichten kannst, wenn du sagst, du hast ein paar stressige Tage am Start und kriegst das vielleicht nicht untergebracht, bau das so, kette das an so ein paar stabile Sachen, die du sowieso immer machst. Und deswegen, um die Frage zu beantworten, Regelmäßigkeit ist da alles. Wenn du es nicht schaffst, stundenlang zu üben, kein Ding, mach es für 5 Minuten oder 10 Minuten, dann stellt sich natürlich die Frage, was übst du, wie kannst du effektiv sein? Weil du kannst auch in kurzer Zeit sehr effektiv sein. Ich sehe häufig Schüler, die mir davon erzählen, wenn ich sie frage, was hast du denn so geübt, die auch sich darüber beklagen, dass sie irgendwie nicht vorwärts kommen, ja, sie dudeln so rum. Und das ist sowas, wo ich sage, cool, das kann man auf jeden Fall auch mal machen, aber dann sollte man sich überlegen, wenn man sich gleichzeitig die Frage stellt, warum werde ich nicht besser, liegt das nämlich daran. Sich gut überlegen, wo ist mein Problem und was klappt gerade nicht. Und dann kannst du nämlich auch schon mit kurzen Übereinheiten viel erreichen, um da auch nochmal auf die Frage einzugehen, wie viel sollte ich üben? Das hängt ganz eng damit zusammen, was übst du? Wenn du jetzt zum Beispiel Schwierigkeiten damit hast, Akkorde zu wechseln oder du bleibst bei einem Lied immer an der gleichen Stelle hängen und du rastest schon komplett aus, weil das immer in die Hose geht, dann nimm dir diese Stelle raus. Ich nehme als Beispiel jetzt mal nur die Akkorde bei einem Song, die du wechselst von C-Dur zu G-Dur. Es passiert relativ viel hier, was du machen musst. Deine Finger müssen alle die Position wechseln. Und das solltest du erstmal trocken üben, bevor du dann hier auch noch das Schlagmuster dazu spielst. Weil irgendwas läuft noch nicht rund. Deswegen bricht dein Song an der Stelle immer zusammen von mir aus. Und es ist ein super geiles Gefühl, wenn du irgendwann diese Akkorde sauber wechseln kannst. Und deswegen guck, dass du effektiv bist in den 5 Minuten, die du vorm Zähneputzen von mir aus hast. Und mach Trockenübungen. Wohin müssen die Finger? Ja? Weiß wirklich jeder Finger genau, wo er hin muss? Ganz genau. Dass du auch guckst, dass du kurz vor den Bünden greifst und nicht irgendwo hier, sondern kurz vor dem dritten Bund hier mit dem Ringfinger, kurz vor dem zweiten Bund hier mit dem Mittelfinger und kurz vorm ersten Bund hier mit dem Zeigefinger. Ist deine Haltung sauber dabei, wechseln die Finger alle gleichzeitig. Und das kannst du trocken, wenn du das 5 Minuten machst, jeden Morgen. Ohne Witz, glaub mir, deine Akkordwechsel werden so viel besser. Und dann hast du 10-mal effektiver geübt, als wenn du einfach nur irgendwas schrammelst und du hängst immer wieder an der gleichen Stelle fest und weißt eigentlich gar nicht, warum. Also das relativiert so ein bisschen die Aussage, wenn du viel übst, dann passiert auch viel. Versuch effektiv zu üben und du kannst auch schon mit kurzen Einheiten wirklich viel erreichen, wenn du sie regelmäßig durchziehst. Von nichts kommt nichts, das ist ein blödes Sprichwort, aber es ist ja tatsächlich so. Wieso? Nur du kannst besser werden. Ich kann dir geile viele Tipps geben und ich hoffe, dass sie dir auch Spaß machen und ich möchte dich richtig motivieren, aber du musst auch gucken, dass du zumindest teilweise einfach mal schaust, wo liegt eigentlich das Problem. Jetzt hast du deine Trockenübung gemacht, dann machst du das Ganze ohne Schlagmuster erstmal sehr simpel und wechselst mit Abschlägen hin und her zwischen den Akkorden. Klingt da wirklich jeder Ton immer gut? Das machst du dann auch mal für 5 Minuten abends dann. Okay? Vor dem Zähneputzen, nach dem Zähneputzen, keine Ahnung. Such dir was aus.
und check immer wieder, was läuft hier richtig und was läuft falsch. Und ich glaube, da kannst du mit sehr vielen Dingen, die ich dir gerade schon genannt habe, sehr vielen kleinen Dingen schon ganz viel verändern und sehr effektiv üben. Also, wir haben einmal die Komponente Regelmäßigkeit, Effektivität. Und wenn du dann natürlich noch den Faktor Zeit dazu bringst und das wirklich viel machst, möchte ich dir aber auch mit auf den Weg geben, übe nicht die ganze eine Stunde lang nur das Gleiche. Wenn du jetzt sagst, ey, ich habe ein Problem zwischen C und G, nimm dir nach ein paar Minuten ein anderes Problem vor, um dich nochmal auf etwas anderes zu fokussieren. Du hast zum Beispiel da das Problem, eine bestimmte Tonleiter noch nicht richtig spielen zu können. Du vergisst immer, wo die Töne liegen. Dann übst du die A-Moll-Pentatonik zwischendurch mal. Das ist nur ein Beispiel jetzt. Ja, du weißt, was ich meine. Es geht einfach darum. Und dann gehst du wieder zurück zu deinem C-G-Wechsel. Machst du erst wieder die Trockenübung. Und so kannst du innerhalb von kürzester Zeit wirklich unglaublich viel erreichen. Das kannst du auf jedes Level schieben, selbst wenn du fortgeschrittener bist, wenn du Profi bist. Ich kenne das auch noch. Ich düdel manchmal auch einfach irgendwie nur so rum und mache irgendwas und stelle dann fest, was habe ich hier eigentlich gerade gemacht. Hat Spaß gemacht, aber wirklich weitergebracht hat mich das nicht. Ist auch mal okay, ja. Das ist ja nicht nur Sport, den wir hier betreiben wollen. Aber sei dir dessen einfach bewusst. Da kannst du mit unglaublich viel Bewusstsein in kurzer Zeit viel erreichen. So, ich hoffe, ich konnte dir hier ein paar schöne Tipps mit auf den Weg geben, dich motivieren, die Gitarre sofort jetzt in die Hand zu nehmen und all deine kleinen Problemchen anzugehen, um dann gestärkt daraus hervorzugehen und dieses geile Gefühl zu bekommen, wenn etwas endlich funktioniert, was du schon lange ausprobiert hast. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video. Ciao!